20. Ich bin Friederike und ich habe heute das Glück, in das Thema einzuführen. Selbst bin ich studentische Mitarbeiterin in dem Projekt Ethik der Digitalisierung am HIC und studiere im Master Psychologie. Deshalb finde ich das Thema total spannend heute Abend, sehe aber auch einfach eine akute Dringlichkeit, darüber zu sprechen. Zum einen deshalb, weil der Bedarf an psychischen Behandlungen durch Corona steigt. Die Studien häufen sich, dass vor allem in bestimmten Bevölkerungsgruppen Probleme mit psychischer Gesundheit vor allem seit Beginn der Pandemie vermehrt aufkommen. Das liegt zum einen an der Gesamtsituation, aber auch da an der Krankheit selbst und an notwendigen Isolation oder Quarantäne. Eine retrospektive Studie in den USA hat sich 67.000 Fälle angeschaut, die mit Covid-19 positiv getestet wurden. Und in den Wochen und Monaten nach der Erkrankung wurden 18% davon mit psychischen Krankheiten diagnostiziert. Das war signifikant höher als in den Kontrollgruppen, die auch erkrankt waren, aber nicht mit Covid-19. Besonders gefährdet sind dabei Personen, die sowieso schon mit einer psychischen Erkrankung leben. Das heißt, wir können und müssen uns aber auch auf einen Anstieg des Bedarfs an psychologischer Unterstützung vorbereiten, wo momentan ein neues Problem dazukommt, da auch die Verfügbarkeit herkömmlicher Therapien geringer ist durch Kontaktbeschränkungen oder nur eingeschränkt möglich. Meiner Meinung nach verdeutlicht die Pandemie aber damit nur eine Versorgungslücke, die sowieso schon seit langem besteht. Wir wissen wahrscheinlich alle, entweder aus persönlicher Erfahrung oder aber aus unserem Umfeld, wie lange es mitunter dauern kann, auf einen Therapieplatz zu warten. Wie können wir damit umgehen und wie können wir psychische Unterstützung vielen Menschen möglich machen? Digitale Therapieangebote oder Präventions-Apps können seit der Verabschiedung vom Digitale Versorgungsgesetz in 2019 leichter verschrieben und auch von der Krankenkasse übernommen werden. Wo liegen die Potenziale von diesen Angeboten und können diese Versorgungslücken dadurch geschlossen werden? Natürlich sind die niedrigschwelliger verfügbar. Es gibt eine geografische Flexibilität, Alltagstauglichkeit und auch Stigmata, die immer noch mit Psychotherapie teilweise einhergehen, können damit umgangen werden. Andererseits müssen wir auch darüber sprechen, wo die Grenzen dieser Therapieangebote liegen, ob sie ersetzen können oder ergänzen können. Und wo liegen mögliche Risiken bei dem Schutz dieser hochsensiblen Daten, mit denen dort ja auch umgegangen wird. Außerdem, wie kann man auch mit möglichen schwarzen Schafen umgehen? Also gibt es auch Apps, die vielleicht nicht fest auf dem Boden der wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen. Ich bin total gespannt auf die Diskussion, ob diese Fragen Antworten finden heute oder andere Fragen Antworten finden, und freue mich auf den Abend und bleibe auf jeden Fall dran und wünsche allen einen schönen digitalen Salon. Friederike, vielen Dank. Ja, das sind, glaube ich, genau die richtigen Fragen und ich hoffe, dass wir viele davon beantworten können. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist Pandemie. Jetzt sind psychische Krankheiten, du hast gesagt, sowieso verbreitet. Aber die aktuelle Situation ist jetzt auch nicht dazu angetan, uns irgendwie zu entspannen oder Beschwerden zu lindern. Du hast schon eine Studie angeführt. Ich habe eine aus dem Jahr 2014, wo so der Gesundheitsstatus von Erwachsenen in Deutschland erhoben wurde, eine große Erhebung. Und die brachte zutage, dass damals, also lange vor Corona, innerhalb eines Jahres 30% oder ein Drittel der Erwachsenen etwa innerhalb eines Jahres an einer Angststörung, einer Depression oder einer anderen psychischen Krankheit gelitten hat. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt unterschiedlich stark betroffene Gruppen. In dem Fall besonders betroffen waren junge Erwachsene zwischen 18 und 34. Jetzt sind die App-Stores voller Anwendungen, die Linderung versprechen, auch bei vielleicht eher kleineren Problemen wie Stress, Schlafstörungen, aber auch bei depressiven Verstimmungen. Daneben gibt es dann auch noch einen immens großen Markt anderer webbasierter Therapieangebote. Was die leisten können und was nicht, das möchte ich mit drei Fachleuten besprechen und wie immer auch gern mit allen, die uns zuhören und zuschauen. Bitte bringt so, als würden wir hier tagen im HIG, eure Erfahrungen ein, eure Nachfragen. Hakt nach, wo ihr findet, es tut Not, auf Slido oder auf Twitter unter dem Hashtag Dicksein. Meine Gäste heute Abend sind Miriam Davud-Wandi. Miriam ist Journalistin, ist Podcasterin. Sie schreibt und spricht über zweierlei Sachen, mal mindestens. Zum einen über Rap, spielt heute Abend vielleicht nicht die größte Rolle, aber auch ganz viel über das, was wir so landläufig mit mentaler Gesundheit meinen. Ihr Podcast genau zum Thema heißt Danke gut
Und darin schöpft sie auch aus ihren eigenen Erfahrungen mit Depressionen und dem Umgang damit. Und ich entnehme mal den Podcast-Titel und auch deinem Twitter-Handle, dass Humor dabei nicht ganz unwichtig ist. Also ihr findet sie auf Twitter unter Labile Deutsche. Herzlich willkommen, Miriam. Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. David Daniel Ebert ist da, hat Psychologie studiert, forscht an der Universität Erlangen-Nürnberg und an der Universität Amsterdam zu, und jetzt wird es lang und umständlich, Entwicklung und Evaluation evidenzbasierter Internet- und mobilbasierter Gesundheitsinterventionen zur Förderung der psychischen Gesundheit. Das könnt ihr jetzt alle innerlich dreimal wiederholen. Und Prävention und frühes Einschreiten sollen eben mit genau diesen Werkzeugen ermöglicht werden. Das verfolgt er zudem auch, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Unternehmer mit Hello Better. Er hat das Unternehmen mitgegründet, um verschiedene webbasierte Trainings anzubieten. Da werden wir sicher auch drüber sprechen. Herzlich willkommen, David. Freut mich, dass ich hier sein kann. Und Friederike Hasse ist da, die zweite Friederike heute Abend, ebenfalls Psychologin, arbeitet für Selfapy, ein Berliner Unternehmen, das Online-Trainings anbietet, zum Beispiel gegen Angststörungen oder auch gegen Bulimie. Großes Thema ist natürlich das, was wir vorhin schon in der Vorrede von Friederike gehört haben, das sogenannte digitale Versorgungsgesetz, das entsprechende Anwendungen auf Rezept möglich machen soll. Und du wiederum hältst aber auch den Draht oder die Brücke in die Wissenschaft aufrecht und leitest ein Forschungsprojekt zur posttraumatischen Belastungsstörung an der Charité. Herzlich willkommen auch dir, Friederike. Hallo, guten Abend. Ich würde gerne so ein bisschen diese Online-Kurse, die auf längere Dauer angelegt sind, mal abtrennen von den Apps und vielleicht zuerst mit euch auf den Bereich Apps gucken. Also da gibt es alles Mögliche. Soll mir helfen beim Meditieren, beim Entspannen, beim Einschlafen. Ihr alle kennt die Namen Headspace, Seven Mind, Calm etc. pp. Was hältst du, Friederike, von diesen ja teilweise, zumindest was die Downloads betrifft, extrem erfolgreichen Apps? So, ich muss mich erstmal unmuten. Also ich glaube, man muss da sehr differenzieren. Es gibt ja ein Riesenangebot. Es gibt Bereiche, die mehr so aus dem Wellness- und Lifestyle-Bereich kommen. Es gibt welche, die wissenschaftlich basiert sind im Bereich Prävention. Und es gibt dann die wirklich behandelnden Apps. Und ich glaube, das sind drei sehr verschiedene Kategorien. Und man muss, wie bei allem, was unterschiedlich stark reguliert ist, einmal gucken, aus welchem Land kommen die, welche Regulationen gibt es dann dort. Und dann eben auch, wer steht dahinter, wie arbeiten die. Es gibt, finde ich, tolle Angebote. Es gibt sehr gute Angebote, die sich aber mit den falschen Dingen finanzieren, ja, Stichwort Gesundheitsdaten. Und es gibt Angebote, die vielleicht auch keine wissenschaftlich gut fundierten Ansätze haben. Und ich glaube, wir reden von einem sehr breiten Spektrum, was gerade erst nach und nach sortiert und deswegen auch aufgetrennt wird. Das heißt, ich als Userin würde gar nicht unbedingt checken, in welchem Bereich ich jetzt unterwegs bin. Also ob ich jetzt hier was für Wellness und Lifestyle tue oder ob ich tatsächlich therapeutischen Nutzen davon habe. Die Frage des Datenschutzes hast du auch angesprochen. Das ist für mich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wenn ich mir das Ding im App Store lade. Naja, es sind natürlich schon auch andere Themen, ne? Also was im Bereich Lifestyle und Wellness passiert, sind natürlich ganz andere Inhalte, als wenn ich jetzt über eine Depression spreche. Also ich glaube, das ist sozusagen schon ersichtlich. Ob sowas wissenschaftlich fundiert ist, das ist vielleicht nicht ersichtlich. Das ist wie bei allen anderen Dingen auch, umso weniger sozusagen Informationen darüber vorliegen und ich mich nicht selber aktiv informiere, desto unklarer ist das. Aber genau in diesem Bereich gibt es, glaube ich, aktuell auch große Fortschritte, wie sowas auch transparent gemacht wird. Miriam, nutzt du entsprechende Apps? Nee, tue ich nicht. Hat unterschiedliche Gründe. Also was ich benutze, sind tatsächlich Meditations-Apps, wie eben die eben genannten Calm und so weiter. Wirklich Apps, die therapeutische Ansätze haben, nicht. Aber ich glaube, da befinde ich mich auch in der privilegierten Position, einfach schon Zugang zu Therapie gehabt zu haben und mittlerweile da sehr stabil zu sein. Ja, ich benutze sowas nicht, nee. Kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen, aber wenn wir nochmal tatsächlich bei dem Ausschnitt Meditations-Apps bleiben wollen, was ja einen großen Teil des Kuchens ausmacht, was bringen die dir oder in welchen Situationen wendest du die an, mit welchem Ziel? Ich glaube eigentlich so wie die meisten Menschen, das ist einfach eine Art von Achtsamkeitsübung, eine Art Routine auch, die man sehr leicht in seinen Alltag einbauen kann. Ich glaube, so Themen wie Meditation und so weiter sind oft nicht so leicht zugänglich für Einsteigerinnen.
und haben oft ja auch so einen leicht esoterischen Touch. Und ich glaube, diese Apps schaffen das, das ganz gut in so ein modernes, großstädtisches Durcheinander einzugliedern, dass man das Gefühl hat, okay, man tut sich jetzt was Gutes jeden Abend für 10 Minuten. Und so war das auf jeden Fall auch mein Einstieg. Und mittlerweile ist es, wie gesagt, Teil einer Routine, um so ein bisschen runterzukommen. Und die Übungen, die du da erlernst, die praktizierst du immer anhand der App oder ist das schon so weit in dich reingeflossen, dass du die eigentlich nicht mehr brauchst und diese Routine so weit entwickelt hast, dass du abends unabhängig von deinem Smartphone meditierst zum Beispiel? Ich bin leider noch nicht unabhängig davon, aber das auf dem Weg dorthin. Okay. Ja, schon. Da wird ein Kollege von dir, Dirk Lehr, Professor für Gesundheitspsychologie an der Uni Lüneburg, sagt, wenn du jetzt Lebensmittel herstellst, irgendeinen Joghurt oder so, dann darfst du da nicht ohne weiteres draufschreiben, keine Ahnung, hilft bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so. Mit Gesundheits-Apps oder auch mit, ja, wir haben ja diese 3 Bereiche schon angesprochen, von Wellness tatsächlich bis in den therapeutischen Bereich rein, darfst du wohl mit relativ großen Versprechungen werben. Ist dieser Markt wirklich so weitgehend unreguliert noch, 2020? Ja, tatsächlich ist das ein Riesenproblem oder war ein Riesenproblem irgendwie der letzten Jahre. Und das ist, dass da dann entsprechend ganz viele Versprechen irgendwie gemacht worden sind und das überhaupt nicht reguliert war. Weder die Versprechen noch irgendwie was irgendwo dahinter steht. So, und jeder alles anbieten konnte, auch Krankenkassen mit allen irgendwie Verträge irgendwie machen konnte. Und es für niemanden so richtig klar war, weder irgendwie für Krankenversicherungen noch irgendwie für die Endnutzer, wie ist die Qualität dessen eigentlich. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, dass immer mehr reguliert wird, auch so ein Heilmittelwerbegesetz irgendwie und im Rahmen des DVGs zum Beispiel, des digitalen Versorgungsgesetzes, wenn dann Apps auf Rezept tatsächlich verschrieben werden, ist dann sehr klar, wer mit was tatsächlich bewerben darf. Und dann darf zum Beispiel hinsichtlich nur, wenn du eine bestimmte Evidenz hast, darfst du das dann auch so halt bewerben, dass es sich nachgewiesenermaßen effektiv ist und wirksam ist, irgendwie in der Behandlung von zum Beispiel milden bis moderaten Depressionen. Sonst darfst du das nicht. Aber es ist immer auch noch die Frage, wo kein Kläger, da kein Richter, so das ist ganz, ganz viel und das ist in dem Bereich einfach so, dass da wenig Leute wirklich raufschauen. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Wer wäre denn tatsächlich da am Drücker, das zu ändern? Der Gesetzgeber oder siehst du da die User in der Pflicht, das einzufordern? Ich glaube, es ist auf vielen Ebenen. Ne? Es passiert regulatorisch gerade sehr, sehr viel. Ne? Es war jetzt einfach ein ganz, ganz lange ein sehr unregulierter Markt. Und das ist jetzt sich jetzt alles langsam am Entwickeln. Und da braucht es das von allen Seiten. Es braucht der Gesetzgeber, es braucht aber, glaube ich, auch eine Selbstverpflichtung und Verantwortung der Hersteller. Und auch ganz im Sinne irgendwie der Hersteller, weil es ist ein neuer Bereich und es geht um Vertrauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, sensibles Thema. Und das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, eigentlich im Bereich Psyche, wenn wir jetzt an die Behandlung psychischer Erkrankungen denken, du hattest vorhin die Zahlen genannt, so 30% leiden unter einer psychischen Erkrankung. Aber wenn man sich anschaut, wer tatsächlich in Behandlung ist, dann wissen wir, dass im letzten Jahr von diesen 30% 81% nicht in Behandlung waren oder gar keinen Kontakt mit dem Gesundheitssystem hatten. So, und es dauert oft viele, viele Jahre, bis Leute erstmalig wirklich den Schritt gehen und sich Hilfe suchen. Und dann ist letztendlich das Letzte, was irgendwie passieren sollte, ist, dass und das ist ja oft so, ne, dass dann überzeugt die Frau einen endlich, so jetzt machen wir endlich mal was. Und dann hat irgendwie dieses Startup doch versprochen, dass das so toll ist. Also, und dann macht man das und geht rein. Und was der Depressive sozusagen, der als Kern ist da so eine Hoffnungslosigkeit als Symptom sowieso da, der lernt, ja, das mag zwar toll sein, aber bei mir natürlich nicht. Und sucht dann vielleicht keine weitere Hilfe. So, das heißt, ja, wir brauchen regulatorische Änderungen, wir brauchen aber auch so eine Selbstverantwortung, Selbstverpflichtung irgendwie der Hersteller. Und natürlich sind auch die Fachgesellschaften irgendwie gefragt. Jetzt hat David gerade angesprochen, Miriam, dass sehr viele Leute, die Hilfe bräuchten, sich die nicht suchen. Oder du hast gesagt, nicht in Kontakt kommen mit dem Gesundheitssystem. Was ist deine Erklärung dafür? Woran fehlt es bei diesem letzten Meter zwischen dem Erkennen, ich habe ein Problem
und der Motivation Hilfe oder Lösung zu suchen. Ich glaube, das ist alles nicht sonderlich niedrigschwellig überhaupt, sich mit dem Thema Psychotherapie in jeglicher Form auseinanderzusetzen. Wenn ich an meine eigenen Erfahrungen zurückdenke, ist auch das Thema, also der soziale Faktor ein Riesenthema. Nicht jeder Mensch ist auch in der Lage, allein so einen Hörer in die Hand zu nehmen und wirklich auch einen Menschen in real zu treffen und mit ihm darüber zu sprechen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, was für ein Problem ein Telefonat darstellen kann. Ja, und natürlich hat sich das mittlerweile rumgesprochen. Ich glaube, es hat sich mehr rumgesprochen, dass Psychotherapie in Anspruch zu nehmen schwierig ist, als dass es hilfreich ist. Also ich glaube, das weiß fast jeder Mensch, ah ja, man kriegt eigentlich keinen Platz. Und mit dieser Anstellung reinzugehen als Mensch, der gerade ein Problem hat, das fällt natürlich super schwer. Es hat nicht jeder ein Support-System um sich herum aus Familien, Freunden und so weiter, die das für einen übernehmen können. Dementsprechend gestaltet sich das sehr schwierig und deshalb halte ich diese Apps erstmal aus dem Faktor der Niedrigschwelligkeit für sehr wichtig, weil die einem so eine erste Hilfe leisten. Ich glaube, das kennt man aus allen medizinischen Bereichen, also auch wenn man irgendwas Physisches hat, wenn man es schafft, endlich an den Facharzt zu gelangen und endlich gibt da jemand einmal den richtigen Tipp, so verhält sich das mit der Psyche auch. Es geht, glaube ich, um diesen ersten Impuls und auch einfach diese kurze Abhilfe. Und das kann so eine App halt leisten, zu wissen, okay, ich habe immerhin jetzt diese App runtergeladen. Das ist jetzt ein Impuls, um überhaupt mal was zu tun. Und das ist deutlich anstrengender, wenn es dann ums reale Leben und wirklich diesen direkten Menschenkontakt geht. Mhm. Dann lassen wir vielleicht, ich meine, ich glaube, es wird sich immer wieder ein bisschen verwischen, aber lassen wir die Apps vielleicht mal ruhen und erweitern so unseren Blick auf die anderen Formen der Mental Health Produktpalette, wenn wir das so nennen wollen. Friederike, dich würde ich natürlich gerne nach Self-Appeal fragen. Und ich habe gesehen bei euch auf der Seite, ihr bietet einen Kurs an zum Thema Bulimie zum Beispiel. Das ist ja nun tatsächlich wirklich ein schwerwiegendes Problem. Ihr sagt, wir haben einen Online-Kurs dafür. Ich glaube, 3 Monate lang sind die Kurse in ihrer kürzesten oder kleinsten Version. Jetzt tragt ihr ja so die Ich-Wirksamkeit auch schon in eurem Namen. Beschreib uns doch mal bitte, wie läuft so ein Kurs ab, wenn ich mich melde, ich habe diesen Schritt, von dem Miriam sagt, er ist verdammt schwierig, Hilfe zu suchen. Ich habe euch im Netz gefunden und will Hilfe von euch. Was passiert dann? Genau, also wie gerade schon richtig erklärt, das ist eine Art Selbsthilfetool, in dem innerhalb von 3 Monaten in 12 verschiedenen Modulen, also jede Woche zu einem neuen Thema, Schritt für Schritt das beigebracht wird, was die kognitive Verhaltenstherapie tut. Also das, was sozusagen der Therapeut in den ersten Schritten einer analogen Therapie auch machen würde. Das heißt, je nach Indikation, also spezifisch für diese Erkrankung, wird eben das, was das gut erforschte Manual tut, mit dem Patienten erstmal erklärt. Jedes Thema wird erstmal in der Form von Psychoedukation erklärt. Warum machen wir das? Was ist meine Erkrankung? Was gibt es für verschiedene Themen, die alle Menschen, die diese Erkrankung haben, teilen? Und dann gibt es zu jedem Thema Übungen, die sozusagen das Gelernte erstmal für sich aneignen, auf mich selber individualisieren und dann eben Schritt für Schritt in den Alltag übertragen. Wie das sozusagen jetzt konkret vonstatten geht, ist erstmal, man kommt in ein Erstgespräch, das heißt, es gibt erstmal einen persönlichen Kontakt, in dem mir erklärt wird, was ist dieser Kurs, was kann ich davon erwarten, womit mir auch besprochen wird, wie meine medizinische Historie vielleicht war, um auch zu gucken, ob dieser Kurs das Richtige ist. Dann startet dieser Kurs. Und innerhalb dieses Kurses hat man regelmäßig Kontakt mit einem Psychologen, der sowohl die Übungen mit einem auch bespricht, mitverfolgt, wie es einem geht und auch nachverfolgt, ob die Symptome wirklich besser werden. Mhm. Auf diese Gespräche würde ich gerne nochmal eingehen. Das habe ich eben auch gelesen bei euch. In der Kursvariante Intensiv heißt die, habe ich 4-mal im Monat Kontakt mit einer Psychologin oder einem Psychologen telefonisch, 30 Minuten lang. Was passiert in diesen Gesprächen? Was wollen deine Kolleginnen und Kollegen dann von mir zum Beispiel wissen? Also ich glaube, man muss erstmal vielleicht kurz differenzieren. Wir befinden uns, wie die meisten Anbieter, jetzt in den digitalen Versorgungsprozess demnächst eintreten werden, in so einer Transitionsphase. Das heißt, wir haben Kurse, so wie sie bisher angeboten haben. Und wir haben Kurse, die den neuen Regularien unterliegen, wie das digitale Versorgungsgesetz Kurse sieht. Das heißt, wir haben die bisher sozusagen noch ein bisschen anders gestaltet als demnächst. Was passiert in so einem Gespräch? Diese Gespräche sind quasi eine Begleitung der Übungen. Das heißt, jemand sagt, mit dieser Übung kann ich persönlich nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ich hier projizieren soll. Bei dem
Thema sind bei mir noch andere Dinge aufgekommen. Kann ich hier da den richtigen Anschluss finden? Wo kann ich mich sonst hinwenden? Im Prinzip würde ich sagen, alles, was den Kurs, der eigentliche, sage ich mal, Wirksamkeitsfaktor ist, der den begleitet. Das heißt, dieser Psychologe hilft mir, diesen Kurs optimal zu durchlaufen. Sind 30 Minuten für so ein Gespräch dann nicht ein bisschen kurz? Weil eventuell habe ich ja sehr viele Fragen oder Struggles an dem einen oder anderen Ende. Also genau, es gibt erstmal sozusagen, ist die telefonische Begleitung eine Option, die zusätzlich zu einer schriftlichen Begleitung ist. Schriftliche Begleitung ist ausführlicher. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist aber, es ist eben, wie gesagt, jetzt kein Tool, was neben einem digitalen Selbstlernkurs nochmal eine einfach Videopsychotherapie on top legt, sondern es ist eine Begleitung zu den Übungen. Und sozusagen, dass der Kurs selber jetzt sozusagen selbsterklärend und selbstwirksam schon funktioniert, heißt dann, dass man in 30 Minuten eigentlich das, was man für Themen dazu hat, ganz gut, würde ich sagen, besprechen kann. David, ihr bietet mit Hello Better ja ganz ähnliche Kurse an und du hin wiederum in Persona erforschst auch, was das bringt. Stichwort Wirksamkeit, glaube ich, war bei uns allen schon mal in der Rede. Ein Punkt ist ja klar, Miriam hat den vorhin auch angesprochen, ich bin räumlich und zeitlich unabhängig, also ich muss in keine Praxis, was bestimmt ein Vorteil ist, wenn ich soziale Phobien habe oder vielleicht auch gerade Pandemie herrscht. Auch das könnte ja ein Grund sein. Und ich kann auch nachts um 3 beispielsweise mich mit meinen Schlafstörungen beschäftigen, wenn der Therapeut da sicherlich keine Lust drauf hat. Das ist aber ja natürlich alles eher formal. Was lässt sich denn über die Wirksamkeit sagen? Gibt es da ganz herausragende Vorteile, Nachteile oder ist das durchaus vergleichbar und auf demselben Level? Also ich glaube, es sind so 2 Fragen, Vor- und Nachteile. So im Schnitt muss man sagen, also ich habe den Bereich jetzt selber 40 klinische Studien durchgeführt und habe in diesen 40 klinischen Studien alle möglichen Programme, sowohl so im Bereich Prävention als auch Behandlung von Depressionen, Behandlung von sozialer Phobie, von Schlafstörungen, von problematischem Alkoholkonsum und so weiter, haben wir durchgeführt und wir haben sehr, sehr positive Ergebnisse gefunden. Positiv heißt, dass die Psychologen messen das in sogenannten Effektstärken, wo man versucht, so die Größe des Effektes zu messen und dass die in der Regel so in der Größe sind von dem, was wir üblicherweise finden in den jeweiligen Zielgruppen. Also was man üblicherweise auch beispielsweise für Medikation oder für Psychotherapie findet. Wichtig dabei ist aber, dass das nicht heißt, dass das, dass das bei jedem genauso effektiv ist wie Psychotherapie. Das ist nicht für jeden was. Aber wenn Leute sich dafür interessieren und sagen, ja, das ist für mich möglich, ich kann mir das vorstellen, dann können Effekte erzielt werden, die vergleichbar sind wie mit Psychotherapie. Und nicht nur ich mache oder unser Team macht so eine Forschung, wir haben jetzt inzwischen mehrere hundert Studien weltweit, die das in ganz verschiedenen Bereichen untersuchen. Es gibt bestimmte Störungsbereiche, die besser untersucht sind. Dazu zählen alle Bereiche irgendwie der Angststörung, der Depression, tatsächlich sogar schon posttraumatische Belastung, Störung auch, Schlafstörungen und andere, die bisher weniger gut untersucht sind. Aber insgesamt sind die Ergebnisse doch überraschend gut. Dazu muss man aber sagen, so dass es immer so eine individuelle Entscheidung ist. Das heißt nicht, dass das bei jedem halt so ist. Und deswegen auch so die Frage, so jetzt online oder face-to-face oder Medikation. Ich glaube, wir brauchen alles davon. Und so, und wenn wir die Leute vor allem befragen, die halt zu uns reinkommen, und jetzt geht es um nochmal die Frage so Vor- und Nachteile. Das ist so eine sehr individuelle Frage. Was, meine ganze Forschung und meine ganze Arbeit bezieht sich daran, wie kriegen wir Leute erreicht, die wir bisher nicht erreicht haben oder sie früher erreichen. Es dauert oft 6 bis 8 Jahre und ein Großteil ist nie mit dem Gesundheitssystem in Kontakt. Und können wir sie damit vielleicht ein bisschen früher erreichen und vielleicht ist das für sie nichts und sie merken, ah ja, das ist gar nichts für mich, aber dann hat man sie mal auch online und kann sie vielleicht dann unterstützen, was anderes für sie in Anspruch zu nehmen, was vielleicht für sie individuell besser ist. Du hast eingangs in deiner Antwort gesagt, dass das, paraphrasiere ich mal, typenabhängig ist, was die Wirksamkeit betrifft. Ne? Also es liegt letztlich an mir, ob diese webbasierten Angebote bei mir fruchten oder nicht. Lässt sich denn auch, wenn wir das auf links drehen, sozusagen so ein prototypischer User, bei dem die bestmöglichen Effekte erzielt werden können, benennen oder wäre das auch wieder Quatsch?
Es ist überhaupt nicht Quatsch. Das nennt sich, also in der Psychotherapieforschung nennt sich das so Prädiktoren des Outcomes. So, also okay, sehr schön. Kann sagen, für wen welche Behandlungsmethode am besten geeignet ist. Ne? Es gibt auch so Stichwörter wie so Precision Medicine und am liebsten baut man dann solche Profile und sagt, ah ja, für den das, für den das, für den das. Leider ist das insgesamt in der Psychotherapieforschung, weder online noch face-to-face, weiß man viel darüber. Was wir wissen schon, ist, dass solche Sachen, was wir am Anfang selber auch gedacht haben, zum Beispiel, dass es für Leute mit eher einer ausgeprägteren Symptomatik, nee, die sollten das lieber nicht machen, sollten lieber was anders machen. Das wissen wir zum Beispiel, dass das nicht so ein Prädiktor ist, sondern dass auch die erheblich davon profitieren können. Also es sind weniger diese klassischen, so klinischen Charakteristika, als vielmehr die individuelle Motivation, die darüber entscheidet. Und da lässt sich aber nicht sagen, die individuelle Motivation ist bei Männern oder Frauen im Alter von Dings oder Bums in der Stadt oder auf dem Land oder so ausgeprägter als bei anderen. Ja, man kann unterscheiden, die Leute, die sich dafür interessieren, also besonders interessieren, was ist so der typische User? Und dann noch die zweite Frage, für wen ist das vielleicht besonders wirksam? Für diesen typischen User können wir schon einiges sagen. So, im Schnitt sind die Leute, und das ist über viele, viele Zehntausende Nutzer hinweg, so im Schnitt sind die so ungefähr 42 Jahre alt, mit einer, das heißt nicht so ausschließlich so die Young Digital Natives, sondern tatsächlich über die gesamte Altersspanne, natürlich nimmt es nach oben hin ab. Im Schnitt sind sie ein bisschen besser gebildet als der Durchschnitt. Am Anfang fand ich das sehr überraschend, inzwischen weniger, so sind tatsächlich viel mehr Frauen als Männer. Im Schnitt sind sie ein bisschen häufiger berufstätig. Und wenn man das jetzt versucht, so ein idealtypisches Bild versucht zu zeigen, ist sie auch noch überdurchschnittlich alleinerziehend. Schon für Leute, die einfach einen echt vollen Alltag haben und ansonsten vielleicht Schwierigkeiten haben, auch was in Anspruch. Miriam, du hast uns im Vorfeld geschrieben, ich habe dank Therapie gute Mechanismen erlernt, wie ich mit der aktuellen Situation, also gefragt hatten wir euch dann nach Corona, umgehen kann. Vorhin hast du das auch schon gesagt, du hast keine Apps, weil du dich ganz gut auf das verlassen kannst, was du schon erlernt hast. Was sind denn das für Mechanismen? Ich weiß nicht, ob sich das kurz zusammenfassen lässt. Was du machst, wenn du merkst, jetzt fühlt sich das so an, als käme wieder eine Depression. Da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen, weil ich ja selber keine psychotherapeutische Ausbildung habe und ja wirklich nur aus meiner ganz individuellen betroffenen Perspektive sprechen kann. Was ich immer ganz gerne als Tipp mitgebe, was ich auch gelernt habe in Therapie, ist orientiert an dem Computerspiel Sims, falls es hier allen noch was sagt, das mit den Menschlein, die man dann rumtreibt und mit denen irgendwas anstellt. Und da hat man so eine Bedürfnispyramide oder so eine Bedürfnisanzeige und die soll halt jeden Tag erfüllt werden. Und das passiert ja schon ganz oft, gerade in so einer Ausnahmesituation wie in einer Pandemie, dass man vergisst so Grundbedürfnisse wie Hygiene, Essen, Schlafen, soziale Kontakte, Spaß. Der Faktor Spaß wird dabei natürlich auch mal ganz doll vergessen, dass man diese Grundbedürfnisse erstmal erfüllt und sich danach erstmal Zeit nimmt, um in sich zu gehen, um sich um seine Psyche zu kümmern. Also sowas wie dann zum Beispiel eine Meditations-App, das ist für mich dann eher so der krönende Abschluss davon. Das ist dann die Zeit, wo es um die Psyche geht. Genau, ansonsten, das ist natürlich sehr viel zusammenzufassen, was ich in mehreren Jahren Verhaltenstherapie so gelernt habe. Aber ich glaube, dieses bedürfnisorientierte Vorgehen, das kann schon mal sehr viel helfen. Das klingt oft sehr banal, aber wird dann doch gern vergessen. Also sozusagen der Rahmen für alles, was dann danach kommt, die Basics. Natascha, ich sehe dich und ich weiß, dass du bestimmt eine Frage aus dem Publikum hast, aber ich würde eins gern Miriam noch fragen, weil du gerade gesagt hast, was du für dich aus deinen Erfahrungen teilen kannst. Hast du dich denn bewusst dann für eine ja offenbar analoge Face-to-Face-Therapie entschieden und für dich gesagt, also für mich bringen diese Vorzüge, die David zum Beispiel gerade beschrieben hat, nichts, ich suche was anderes? Oder war das damals noch gar nicht so ausgeprägtes Angebot? Ja, erstmal war das nicht so ausgeprägt. Ich glaube, das ist auch ein Ding, worüber man ganz viel sprechen muss, welche TherapeutInnen überhaupt selber die Möglichkeiten haben, digitale Angebote anzubieten. Es klingt furchtbar, dass man sowas sagen muss im Jahre 2020, aber es gibt auch Ortschaften, wo einfach das Internet noch gar nicht so gut ist, dass man sowas anbieten könnte. Genau, also das wurde bei mir tatsächlich nicht angeboten. Ich glaube, wird es immer noch nicht. Also da fehlt es auch an der Versorgung bei den TherapeutInnen selbst vor Ort.
Und da lasse ich mich sehr gerne korrigieren von den anderen beiden, die da mehr zu wissen. Aber mein Eindruck war auch immer von Apps im Vergleich zu einer echten analogen Therapie, dass diese Online-Angebote eher für allgemein formulierbarere Probleme waren oder für EinsteigerInnen und weniger für ein sehr individuelles, vielleicht auch ausgeprägtes Problem. Aber das können natürlich auch nur Vorurteile sein. Okay, vielen Dank bis hier. Jetzt sehe ich Natascha und du hast uns ein paar Fragen mitgebracht, vermute ich mal. Genau, über Slido sind ein paar Fragen reingekommen und die gehen nochmal einen Schritt zurück. Und zwar fragt Robert, um das vielfältige Angebot unterscheiden zu können und eine gute evidenzbasierte App von einer schlechten App zu unterscheiden, bedarf es der Education der Patienten? Herr Ebert, was wird diesbezüglich gemacht, beziehungsweise was hilft dabei? Und dann noch eine Frage zu dem Begriff selbstwirksam. Was bedeutet der? Okay, vielleicht tatsächlich dann die erste Frage an David. Also wie erkenne ich als nicht Psychologie studiert habende oder irgendwie im wissenschaftlichen Bereich tätige Frau, die eben die entsprechenden Studien nicht liest, wie erkenne ich, welchem Angebot online in Sachen Mental Health ich vertrauen kann und wo ich das besser bleiben lassen sollte? Oder vielleicht, wenn ich es nicht erkenne, welche Fragen sollte ich stellen an das Produkt, um die Antwort zu finden? Ja, also tatsächlich ist das total das schwierige Thema, weil es ist richtig, richtig schwer zu unterscheiden. Und es geht nicht nur Endnutzern so, geht selbst Mitarbeitern bei Krankenkassen irgendwie so. Es ist App oder so ein webbasiertes Programm ist relativ irgendwie komplex und muss da schon relativ tief einsteigen und eigentlich von der Materie Ahnung haben, um zu beurteilen, wie gut ist denn das wirklich. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden. In Deutschland gibt es noch nicht so richtig solche Ratings, die das tatsächlich bewerten irgendwie durch Experten. Gibt jetzt verschiedene Gesellschaften, die gerade irgendwie überlegen, ob man jetzt tatsächlich sowas entwickelt, um dann auch eine bessere Kommunikation irgendwie machen zu können. Ein Bereich, was auf jeden Fall hilfreich ist, ist jetzt, wenn das digitale Versorgungsgesetz kommt, dann können die ja per Rezept verschrieben werden. Und da sind bestimmte Dinge auf jeden Fall schon mal sichergestellt. Ein wichtiger Bereich ist, wie wird mit Daten umgegangen? Und die diesen Weg gegangen sind, der relativ teuer tatsächlich ist und relativ aufwendig, bis man irgendwie da angekommen ist, so, die haben in der Regel auch schon einiges in Qualität investiert. Das heißt aber noch nicht, dass das zwingend wirksam ist. Dann kann man da anschauen, es gibt so diesen DIGA-Katalog, den kann man sich anschauen. Und da gibt es eine Unterscheidung. DIGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, die da langfristig aufgenommen sind. Sind welche zur Probe aufgenommen und welche langfristig aufgenommen? Die haben auf jeden Fall nachgewiesen, dass ihre Anwendung zu guten Effekten führen kann. Und das ist auf jeden Fall worauf man einigermaßen vertrauen kann. Okay, und das finde ich dann zum Beispiel oder vielleicht gar nicht zum Beispiel, sondern ausschließlich auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, ne? Diese Liste der DIGAs, der digitalen Gesundheitsanwendung. Das vielleicht zu dieser Frage, die Frage nach der Selbstwirksamkeit, Friederike, würde ich gerne dir zuspielen, da ihr die ja quasi auch schon im Namen tragt. Ich glaube, die Frage war zum einen, was dieses Wort meint, aber zum anderen vielleicht kannst du auch nochmal beleuchten, welche Rolle der Selbstwirksamkeit in diesen webbasierten Anwendungen zukommt. Genau, also Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich aufgrund eigener Kompetenzen mich so verhalte und letztendlich auch so lebe, dass es mir gut tut und dass ich das so machen kann, frei, wie ich das möchte. Und letztlich sozusagen heißt es, dass ich meine eigenen Kompetenzen schärfe, verbessere. Also wir alle sozusagen haben natürliche Kompetenzen und Dinge, die uns leichter fallen als andere Dinge. Das sind soziale Kompetenzen, das sind kognitive Kompetenzen, alle möglichen Dinge, die in allen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielen, beruflich, privat. Und diese Kompetenzen zu verbessern, ist eben sozusagen das Ziel unter anderem von so einem Selbstlernkurs oder generell natürlich von Psychotherapie, aber eben auch von einem Selbstlernkurs. Und unser Kurs sozusagen macht das eben in der Form, wo der Patient es selber in diesem Tool lernt, diese Kompetenzen zu verbessern. Das ist also ein Bestandteil von psychotherapeutischer Behandlung.
Muss ich, wenn ich so ein webbasiertes Format nutzen möchte, wie das von euch, Friederike, muss ich da schon ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit oder wir könnten auch sagen Motivation mitbringen? Weil ich denke, wahrscheinlich würde mir in einer depressiven Phase tatsächlich einfach dieses Gerüst, das mir der Kalender gibt, dann und dann hast du einen Termin da und da, im Zweifel vielleicht helfen, aus dem Quark zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich das mitbringen könnte, wenn es nur eine Online-Anwendung ist. Also Selbstwirksamkeit ist nicht dasselbe wie, wie Motivation. Also Motivation heißt sozusagen, ich habe einen Wunsch und auch irgendwie eine Form von Kraft dahingehend, diese Themen anzugehen und daran zu arbeiten. Selbstwirksamkeit, sich selber aufzubauen und zu verbessern, heißt wirklich an meinen Kompetenzen zu arbeiten, die mich sozusagen dazu befähigen, so mich zu verhalten, so zu handeln, auch so zu denken. Muss man sowas sozusagen schon mitbringen für so einen Kurs? Nein, muss man nicht. Das sind ja genau die Dinge, die eben in so einem Kurs unter anderem beigebracht werden. Mhm. Also die Einstiegshürde soll natürlich genauso sein, dass man kommt und man muss nichts vorher wissen. Das ist ja genau das Ziel solcher Angebote. Ich dazu noch kurz was ergänzen, weil es ist eine ganz spannende Frage, die ich mir auch vor einigen Jahren gestellt habe und genau eigentlich diese Annahme auch selber getroffen habe. Mensch, wir nennen das Selbststeuerungsfähigkeiten. Das ist noch ein bisschen so ein anderes Konstrukt, dass man, wenn man sich dann so selber Ziele setzt und daran arbeiten möchte, dass man das irgendwie auch hinkriegt. Und da sind wir davon ausgegangen, Mensch, wir brauchen, damit Leute in unseren Angeboten wirklich erfolgreich sind und dann müssen die schon einiges davon mitbringen. Weil man eben nicht so zwingend diesen Externen hat, irgendwie, und jetzt muss man irgendwie zu seinem Therapeuten und wenn man seine Sachen nicht gemacht hat, dann fällt man da negativ auf und so, sondern man muss es selber den inneren Schweinehund überwinden. Und dann haben wir das uns empirisch angeschaut in der Studie und haben aber tatsächlich das Gegenteil gefunden. Dass wir gefunden haben, dass insbesondere Leute mit niedrigen Selbststeuerungskompetenzen ganz besonders profitiert haben, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die dann nichts gemacht haben. Und wir haben dann auch Leute interviewt und es macht auch irgendwo Sinn, weil die haben, was diese Web- oder App-basierten Angebote, wenn sie richtig gut gemacht sind, und das ist anders, als wenn man jetzt einfach so eine App irgendwie im App-Store runterlädt, dann hilft die einem, zu strukturieren. Die Dinge, die man vielleicht auch weiß, dass sie gut für einen wären. Oft weiß man, man müsste mal so die im Alltag irgendwo wirklich anzuwenden und hilft einem zu strukturieren, dran zu bleiben, wenn die eigenen Selbststeuerungsfähigkeiten nicht so hoch sind. Und die, die besonders hohe Selbststeuerungsfähigkeiten hatten, die haben auch in der Kontrollgruppe auch gute Erfolge gehabt. Die haben dann es auch geschafft, tatsächlich irgendwie ohne die Maßnahme große Erfolge zu haben. Wie schätzt du das ein? Und dann, Friederike, wie schätzt du das ein? Gestartet sind wir bei der Selbstwirksamkeit, und hat Friederike recht, müssen wir trennen von dem, was jetzt auch David zum Beispiel auch nochmal als Steuerungsfähigkeit beschrieben hat. Aber wie schätzt du das ein, Miriam? Ist das hilfreich? Dienstag 16 Uhr habe ich diese Verabredung, bedeutet zum Beispiel ganz viel von dem, was du eben auch gesagt hast, ich muss duschen, ich muss mich anziehen, ich muss mich auf den Weg machen. Oder würdest du sagen, nee, so dieses Niedrigschwellige bei mir zu Hause, auch ungeduscht und ohne Schuhe an erreichbare, hilft mir vielleicht sogar, wenn ich nicht so ausgeprägte Selbststeuerungsfähigkeiten habe? Ach, das ist, glaube ich, super individuell zu betrachten. Und das war bei mir persönlich auch eher so ein Wandel. Also ich glaube, als Jugendliche hätte ich genau das digitale Angebot gebraucht, was es damals nicht ansatzweise gab. Ich glaube, damals gab es vielleicht die Nummer gegen Kummer und ich glaube, das ist das Einzige, was man so kannte. Mittlerweile würde ich das aber anders betrachten. Auch diese ganzen Vorurteile, die es gegenüber Psychotherapie gibt oder auch generell bei dem Thema dieses mach doch mal Yoga, geh doch mal in die frische Luft, dass daran dann doch was dran ist. Das sind ja Dinge, die man sich nicht eingestehen möchte als Betroffene jahrelang. Und dazu gehören auch so Sachen wie, ja, man sollte schon hin und ja, auch Sanktionierungen können manchmal dann doch zu einem Erfolg zu beitragen. Also zum Beispiel, dass es sowas wie Ausfallhonorare gibt. Das ist natürlich, wenn man jetzt aus der Perspektive spricht, wer kann sich Therapie leisten, wer kann sich auch leisten, dass Therapie mal ausfällt. Da ist es natürlich ein Problem, aber ich muss sagen, dass es Typen von Menschen gibt und zu denen gehöre ich zum Beispiel, denen sowas dann geholfen hat, auch, auch teilweise Zwänge zu haben in Form dieser Behandlung.
Interessant. Friederike, du hattest gerade noch aufgemerkt und wolltest auch noch mal sozusagen dran puzzeln an den Strang, an dem wir gerade sind. Genau, ich wollte einfach mal ein Beispiel geben, weil es, glaube ich, ein relativ abstraktes Thema ist, wie sowas funktionieren kann, also Selbstwirksamkeit. Und also was man zum Beispiel machen würde, weil ich gemeint hatte, sowas bringt einem der Kurs ja auch bei, ist, man fängt zum Beispiel einfach mal an, so eine Art Tagesprotokoll zu schreiben. Ja, das heißt, an bestimmten Tagespunkten notiere ich mal, was mache ich gerade, was sind so meine Gedanken und wie ist so meine Stimmung. Das mache ich jetzt einfach mal ein paar Wochen, ein paar Tage und dann fange ich an, zusammen mit so einem Tool systematisch mir anzugucken, wo sind denn Zusammenhänge. Und dann merke ich, also so wie gerade erwähnt, ja, wenn ich jetzt eben doch mal Sport gemacht habe und doch draußen war, dann geht es mir tendenziell 2 Tage danach besser. Das ist irgendwie immer so. Und wenn ich irgendwie genug Schlaf kriege, auch. Und dann fange ich an, mit diesem Tool zu lernen, aus diesem von mir selbst erstellten Tagesprotokoll so eine Tagesplanung zu machen. Und die mache ich mit diesem Tool jeden Tag. Integriere das in meinen Alltag. Und wenn ich halt da reinlegen will, nachts um 3 Uhr, hilft mir das und das, dann kann ich das machen, kann diese Übung zum Beispiel auch nochmal in dem Tool machen. Und so fange ich also an, diese Dinge zu erlernen. Ja? Insofern ist eben genau das die Idee, diese, man nennt das Introspektion, ja, also auch Selbstbeobachtung, das ist nichts, was der Patient mitbringen muss, sondern das bringen wir ihm bei. Und glaube ich, ein weiterer Punkt ist auch, dass so ein Tool sowas auch mit ein bisschen Spaß rüberbringen kann, ja, also auch was wichtig ist und sowas kann in so einem Tool eben auch gut passieren, dass das eben gleichzeitig so eine Art Selbsterkenntnis ist, dass man merkt irgendwie, ich kann mir selber helfen, ich merke selber, wo meine Zusammenhänge sind, ich muss mir das nicht immer nur erklären lassen, ich kann das selber rausfinden und es ist vielleicht auch irgendwie in der Form ansprechend gemacht. Jetzt würde ich natürlich aber gerne noch wissen, da wir sind gerade in diesem Bereich Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit. Wie sieht es denn, wenn wir, Miriam hat gesagt, manchmal kann auch ein Zwang irgendwie ganz segensreich sein, dass ich irgendwo reinpassen muss, nicht das Ding, das Angebot passt zu mir, ich muss da irgendwie mitspielen. Wie sieht es denn mit der Abbruchrate aus? Also sowohl bei den Angeboten von dir, David, als auch bei denen von dir, Friederike, und ich weiß nicht, ob ihr da den Überblick habt, wie sehen die aus im Vergleich zu den analogen Angeboten? Das heißt ja nicht, dass ich das unbedingt bis zum bitteren Ende durchziehe dort. Wer von euch beiden mag? Willst du? Friederike, leg los. Okay. Also ich glaube, wie lange man dabei bleibt, also gibt es ganz unterschiedliche Daten. Das hat auch viel mit dem Format zu tun. Und umso, ich sage jetzt mal, unbegleiteter, niedrigschwelliger und salopper so ein Tool ist, desto höher sind die Abbruchraten. Das wundert aber auch niemand. Wir wissen alle, dass die Downloadraten sehr hoch sind, dass dann aber das nicht unbedingt heißt, dass das Tool lange benutzt wird. Das ist aber was, wo man natürlich mit einem guten Tool auch gut entgegenwirken kann. Und das eine ist halt guter Inhalt. Ja, umso besser das wirkt, umso schneller das hilft, umso eher der Patient merkt, irgendwie hat mir das gut getan, wenn ich es 3 Tage gemacht habe. Das will ich jetzt nicht missen. Ja, also das ist einfach ein Qualitätsmerkmal, was der Patient natürlich auch spüren sollte. Und das andere ist, es gibt natürlich typische Kombinationen, wie sowas erhöht wird. Das ist zum Beispiel die psychologische Begleitung. Also sobald eine Person mit in dem Tool ist, sich individuell darum kümmert, vielleicht auch eine rein technische Form von Individualisierung, wird die Adherence, wie man das dann nennt, besser und damit natürlich auch die Wirksamkeit des Tools per se besser, weil umso länger der Patient das macht, desto mehr Chancen hat man, an allen Themen zu arbeiten. David, da stimmst du vorbehaltlos zu oder hast du Ergänzungen? Also ich stimme da tatsächlich vorbehaltlos zu. Ich finde diesen Punkt, und das ist wichtig in diesem ganzen Feld, alle sprechen jetzt irgendwie halt irgendwie von Apps und ja, und jetzt irgendwie therapiert irgendwie diese App oder dieses Programm das komplett alleine. Viele Leute das ganz alleine, und das wissen wir, so wenn man einfach nur eine App runterlädt, dass die Leute dann relativ schnell abbrechen. Deswegen ist das Konzept, was Friederike auch vorhin beschrieben hat, dass dann auch ein Psychologe dahinter sitzt, der dann, und unsere Gespräche sind oft nicht mal in diese 30 Minuten, sondern wir machen das hauptsächlich tatsächlich schriftlich und in wenigen Fällen irgendwie nur irgendwie telefonisch. Aber da ist so eine Verbindlichkeit dahinter. In der Forschung nennt man das Supportive Accountability. Da ist jemand, der sich darüber interessiert, habe ich jetzt irgendwie diese Lektion gemacht, habe ich irgendwie die Sachen, die in meinem Plan, was ich diese Woche machen wollte, dass ich jeden Morgen aufstehe, dass ich jeden Morgen irgendwie dusche, dass ich 3-mal die Woche die und die Übung mache, der schaut sich das an, ob ich das gemacht habe oder nicht. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich meine, das ist, ne, wir wissen auch, wenn man einen persönlichen Fitnesscoach hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie die Übungen irgendwie in der Woche macht, ist höher. Das ist genauso wie irgendwie im Musikunterricht irgendwie im Kinder- irgendwie und Jugendalter, dass es viel schwieriger ist, wenn man das irgendwie alleine macht.
Und da unterscheiden sich die Zahlen extrem. Wenn so diese psychologisch begleiteten Angebote kommen tatsächlich im Vergleich auf ähnliche, ein bisschen geringere Adhärenzraten, also die, der Anteil derjenigen, die das komplett halt machen, als wie in der Face-to-Face-Psychotherapie. Und das ist tatsächlich beeindruckend, finde ich, und auch überraschend, insbesondere, weil wir die Leute oftmals sehr viel früher eben erreichen. Also da ist, die haben den Kopf noch nicht unterm, unterm Arm. So, da ist die, die schauen irgendwie erstmal. Und ich finde das in diesem ganzen Kontext, es wird oft irgendwie vielfach eben vergessen, dann wird irgendwie von diesen Apps halt irgendwie gesprochen, aber, und jetzt auch im digitalen Versorgungsgesetz, ist das überhaupt gar nicht richtig berücksichtigt. Jetzt können Apps verschrieben werden und dann verschreibt der Hausarzt dem halt irgendwie die App und dann ist der Patient damit irgendwie wieder alleine gelassen. Aber wir wissen aus der Forschung, und das ist weltweit überall so, dass es da ein Konzept braucht, dass die Leute auch damit nicht alleine zu lassen, dass da dahinter jemand sitzt, der sich die Sachen anschaut. Würdet ihr also sagen, habe ich das richtig verstanden, dass das im digitale Versorgungsgesetz fehlt, also das Feedback, der geschlossene Kreis zurück zu mir, zur Patientin, ist es nicht Teil der gesetzlichen Vorgabe, dass jemand schaut, wie macht sich denn die Katja Weber mit der App? Fühlt sie sich da wohl? Fehlt da was? Friederike, möchtest du das oder ich? Also, ich kann gerne. Aber ich gerne, will. Wir werden dasselbe sagen. Also es ist, es gibt in Ausnahmefällen, also grundsätzlich ist gedacht, dass der zugelassene Leistungserbringer, der die App beispielsweise verschreibt, dass der wie irgendwie der Hausarzt oder der Psychiater das dann irgendwann mal wieder bespricht. Aber die haben von den Inhalten gar keine Ahnung. Die meisten Hausärzte wissen gar nicht, was kognitive Verhaltenstherapie von Depressionen ist, wie Angst konfrontiert, irgendwie wie man bei Schlafstörungen von, wissen sie gar nicht. Die fragen ihn dann, und, wie geht's Ihnen? Aber das, was es dazu braucht, ne, schauen, nehmen die sich in der App, nehmen die Leute sich zu viel vor, merken, dass man merkt, ah ja, der fällt gerade irgendwo in der Krise, der muss irgendwie motiviert werden. Ja, das können, das kann kein Hausarzt und kein Psychiater leisten, vor allem nicht jede Woche. Und das ist da drin nicht vorgesehen. Es gibt in Ausnahmefällen, gibt es die Möglichkeit, dass das akzeptiert wird, dass das Leute machen, aber es wird nicht vergütet. Okay, Miriam, du wolltest noch was dazu sagen, zu dem Zusammenhang. Ehrlich gesagt wollte ich gar nicht zu dem Zusammenhang sagen, sondern mir hat sich eher so eine andere Frage aufgetan in der Zwischenzeit. Ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nichts vorweg, Katja. Ja, weil wir haben gerade auch, ich glaube, Friederike meinte kurz, dass diese Apps ja auch ansehnlich sind und auch Spaß machen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Missverständnis von Therapie. Das klang jetzt vielleicht bei mir auch so, weil ich viel von Zwängen gesprochen habe. Aber so eine Stunde Therapie kann ja auch was super Schönes sein. Es kann auch was sein, wo man sich so richtig darauf freut und sich auch dafür fertig macht und darauf vorbereitet. Für viele ist es bestimmt auch so ein Highlight in der Woche. Und damit geht es so ein bisschen einher, das ist eine handyfreie Zeit, die man dann einmal die Woche vielleicht hat. So, für viele Leute wahrscheinlich die einzige handyfreie Stunde. Da könnt ihr beide bestimmt mir ein bisschen weiterhelfen, wie das dann designt wird, dass man eben nicht in die nächste Abhängigkeit reinfällt von Apps. Und vor allem gerade zur Zeit ist es ja super schwierig. Man will am Handy eigentlich was Gutes tun. Man sucht sich eine seiner Apps raus, aber dann kommt eine Push-Notification rein mit, oh, die Infektionszahlen sehen wieder so aus. Das ist wieder Schlimmes passiert auf der Welt. Also das liegt ja wirklich nur einen Daumendruck voneinander entfernt. Und ganz oft sind ja diese Apps auch Design von Firmen, die auch Geld damit verdienen wollen. Und alle anderen Social-Media-Apps und so weiter sind ja designt wirklich, um auch süchtig zu machen. Wie kann man denn da genau vorgehen und was für Regularien braucht es auch? Und wie werden denn solche Apps konkret designt, damit genau sowas nicht passiert? Friederike, magst du antworten? Also auch da, glaube ich, gibt es verschiedene Optionen, wie man so eine App gestalten kann. Also technisch gesehen ist eine App jetzt auch nicht unbedingt eine Mobile-App. Also eine App muss nicht immer heißen, ich muss es notgedrungen auf dem Handy machen. Ich kann es auch auf meinem Computer machen. Zum Beispiel das, was wir anbieten, dass man also auch so ein bisschen selektiert, ja, was sind denn gute Settings, ja, in welchen Momenten mache ich das in der U-Bahn, mal eben zwischen zwei Stationen oder setze ich mich zu Hause mal in Ruhe hin, mache meinen Computer auf, konzentriere mich, mache diesen Kurs so und so lange, mache den Computer wieder zu. Das ist die eine Sache. Die andere Frage ist auch, also man muss auch nicht den Patienten ständig mit irgendwelchen Push-up oder irgendwelchen Nachrichten bombardieren. Also das sind ja auch alles Dinge, die so einem Tool freiliegen und die sehr unterschiedlich gemacht werden können. Natürlich ist so ein Kurs
jetzt kein Kurs, der gleichzeitig sozusagen gegen irgendwie digitale Abhängigkeiten therapiert, aber er ist natürlich nicht so gemacht, dass es das steigert. Ich glaube, man muss einfach sehen, was auch David vorhin schon gesagt hat, also niemand will auch behaupten, dass so ein digitales Tool jetzt das Allheilmittel ist, sondern sozusagen ist eine neue Möglichkeit, den Markt zu ergänzen. Für Menschen, die sagen, ich unterliege großen Schwierigkeiten, endlich mal abzuschalten, endlich mal nicht digital zu sein, denen würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, so ein digitales Tool zu nehmen. Für die ist sozusagen der ganz analoge Bereich genau der richtige und sozusagen wird nur etwas Neues hinzugefügt. David, vielleicht magst du noch was ergänzen, weil ich meine, über euch gelesen zu haben, dass ihr an einem Online-Kurs gegen Internetsucht arbeitet. Und da ist ja das Paradox, liegt das ja drin, wonach Miriam gerade fragte. Ja, immer die Leute abholen, irgendwie da, wo sie sind. Das ist genauso wie Leute mit einer Panikstörung und Agoraphobie sitzen halt irgendwie zu Hause und kommen irgendwie nicht raus. So, ne? Oder Leute mit einer Sozialphobie, die zwingen wir zum Therapeuten irgendwie zu gehen, die halt schon zu überwinden. Und die Idee ist da, es ist wirklich die Frage, wie sowas designt ist. Ich sage immer, Ziel von der Teilnahme von unserem Programm ist, dass die Leute unser Programm nicht mehr brauchen. Und dementsprechend sind die auch so designt, dass es eine strukturierte Zeit von 6 bis 10 Wochen gibt, wo du intensiv an der Verbesserung deines psychischen Wohlbefindens arbeitest. Und dann endet das in der Regel mit so, dass du daraus dann dir so einen Plan erarbeitest, wie, was du in Zukunft halt irgendwo mitnehmen möchtest und das dann in deinem Alltag integrierst und dann in deinem Alltag unabhängig von dem Programm das weitermachst. Und dann gibt es nochmal so eine Booster-Session, die dann irgendwie darauf zurückgeht. Also es ist schon so drin eingeplant, dass das so auslaufend ist. Tatsächlich auch wie in einer Face-to-Face-Psychotherapie macht man das ja tatsächlich auch. Aber noch zu der Frage zu der internetbasierten Behandlung von Internetabhängigkeit. Ja, da sind die Leute. Und es geht nicht darum, irgendwie was irgendwie das Medium ist. Aber in diesem Medium fühlen sie sich wohl. In diesem Medium fühlen sie sich sicher. Und da mit denen dann gemeinsam dran zu arbeiten, der Großteil der Therapie geschieht ja nicht während der Session, so während die durch irgendeine Lektion gehen etc., sondern der Großteil passiert irgendwie dazwischen. Was du in deinem Alltag machst, du leitest Leute an, zu schauen, in dem Fall, okay, was sind verstärkende Aktivitäten, die ihnen irgendwie wirklich gut tun, was sie stückweise irgendwie ersetzen können, was sind Gründe dafür, dass sie bestimmte Aktivitäten meiden in ihrem täglichen Leben, Selbstwert ist da immer, ist da auch eine große Thematik. Und du die Leute Stück für Stück anleitest, dann raus ins Leben irgendwie zu gehen. Dasselbe wie bei Sozialphobie. Und Sozialphobie ist, haben die Leute vor 15 Jahren auch gesagt, das ist totaler Unsinn, das zu machen. Die Effekte in der Behandlung von sozialer Phobie über das Internet sind große. Nicht, weil die Therapie da drin geschieht, sondern weil die Leute dabei unterstützt, ins Leben zu gehen und dort die Erfahrungen zu machen, die sie brauchen. Natascha hat sich wieder eingeschaltet. Ich schätze mit noch ein paar Fragen. Genau, es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Und zwar zum einen, wie geht ihr mit Patientinnen mit Suizidgedanken um? Und dann noch eine Frage, können digitale Therapieangebote die allgemeine und insbesondere auch ökonomische Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem verbessern? Stichwort Ausfallhonorar, Selbstzahler, Kassenangebote. Ja, die Frage tatsächlich nach Menschen, bei denen vielleicht ein Therapeut merken würde, die oder derjenige ist jetzt wirklich dabei, in eine ganz tiefe Krise zu geraten. Das wäre auch was mich sehr interessieren würde, wie ihr, Friederike, zum Beispiel sicherstellt, dass das wahrgenommen wird. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also erstmal ist es so, dass demnächst unter dem digitalen Versorgungsgesetz ja erstmal ein Arzt oder Psychotherapeut die Diagnose stellt und dann eben verordnet oder nicht verordnet. In dem Kontext allein ist es schon mal so vorgesehen, dass eine aktuelle Suizidgefahr ausgeschlossen ist. Das heißt, es gibt erstmal eine vorgeschaltete Instanz von einem Fachmenschen, der das ausschließt
und in diesem Fall nicht verschreiben würde. Unabhängig von dieser Person gibt es erstmal, das hatte ich schon erwähnt, so eine Form von Erstgespräch, in dem wir das auch nochmal abklären. Das heißt, das ist natürlich sozusagen nur ein erster Hinweis, aber auch dort sozusagen geht es erstmal darum, was man in der realen Therapie auch macht, Aufklärung des Patienten, dass wenn so eine Gefahr vorliegt, dass er dann nicht an der richtigen Stelle ist. Sozusagen, wir versuchen das zu verhindern, aber man informiert erstmal auch den Patienten. Und dann läuft in dem gesamten Kurs ein sehr ausgeklügeltes und umfangreiches Sicherheitssystem mit, was wir umfangreich mit Fachleuten und Medizinanwälten zusammen entwickelt haben. Letztendlich besteht das darin, dass es eine Form von Tracking gibt, sowohl durch den Psychologen, der eben, wie gesagt, an der Seite des Patienten ist, als auch in dem Tool selber. Das möchte ich immer betonen, es wird nichts getrackt, was der Patient nicht selber eingeht. Ne? Also bei vielen Leuten heißt es dann so, oh Gott, dann wird das von der Schreibgeschwindigkeit analysiert und so weiter. So ist es nicht. Aber wir machen eine regelmäßige Verlaufsdiagnostik. Sowohl über die als auch über alle gemachten Angaben guckt sowohl der persönliche Psychologe als auch ein Algorithmus. Das heißt, bei bestimmten Überschreitungen von Werten wird sofort reagiert, entsprechende Schritte aufgegriffen und man muss wirklich sagen, es funktioniert sehr gut. Okay, vielen Dank. Miriam, die andere Frage, du hattest vorhin die Ausfallhonorare angesprochen und dass die unter Umständen eine disziplinierende Wirkung haben können. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage, wie Natascha sie formuliert hat, komplett verstanden habe, aber ich glaube, die Frage war eher so gemeint, werden therapeutische Angebote erschwinglicher, wenn mir dann beispielsweise nicht mehr mit dem Ausfallhonorar gedroht wird, und vielleicht die Kurse erschwinglicher sind als eine Therapie, wenn ich denn Selbstzahlerin bin. Würdest du da zustimmen? Also abgesehen davon, dass ich räumlich und zeitlich flexibler bin, wird es auch ökonomisch einfacher, breitere Schichten zu einer Therapie zu verhelfen? Ja, das denke ich schon. Ich meine, ach so. Ich weiß nicht, an wen die Frage gerichtet ist. Das war eine Frage an Miriam, aber du kannst danach auch noch reagieren. Ja, ich glaube generell bei Mental Health-Themen ist es ein unterschätztes Thema, wie sonst auch. Also Menschen, die irgendwie marginalisiert oder mehrfach marginalisiert sind, werden es auch dort und haben auch da Ausgrenzungserfahrungen. Und da spielt Geld und Klasse eine riesige Rolle, natürlich. Ich würde sagen, sogar mit die größte Rolle. Also natürlich zählen Themen wie Geschlecht, Rassismus, ist dein Therapeut empathisch genug, um Mikroaggressionen zu erkennen? All diese Themen sind super wichtig, aber ich glaube, Klasse ist mit das Wichtigste, weil es überhaupt den ersten Zugang schon mal ermöglicht oder nicht. Und klar, es gibt Menschen, die warten monatelang und können sich, manche können halt ausweichen, zum Beispiel auf Coachings, auf private Therapeutinnen oder Dinge erwerben, die irgendwie das Wohlbefinden bessern können. Und ich glaube schon, dass so eine App, wie gesagt, das ist ja nicht eins zu eins dasselbe dann, aber das ist schon mehreren Leuten zumindest diesen Ersteinstieg ermöglicht zu sehr wenig Geld. Friederike, du wolltest auch noch darauf antworten, auf den Zusammenhang. Genau, also ich glaube, natürlich ist eine App im Zweifelsfall günstiger, als eine komplette Therapie selber zu finanzieren. Trotzdem sollte der Anspruch ja nicht sein, dass der Patient selber zahlt. Ja? Also keinem Patienten mit dem Herzinfarkt sagt man, mal gucken, ob du dir das leisten kannst. Ja, so sollte das im psychotherapeutischen Bereich dann eben auch nicht sein. Insofern ist ja genau das der Ansatz des digitalen Versorgungsgesetzes, zu sagen, diese Tools werden von den gesetzlichen Kranken und hoffentlich dann auch bald von den privaten Krankenkassen komplett erstattet. Das heißt, auch hier hat der Patient keine Kosten. Das heißt, gute Qualität wird bezahlt und zugleich ist es natürlich dann auch nicht so, dass jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Weil meine Kuckucksuhr hier piept. Ja, vielleicht weiß ich. Nee, also genau, also auf jeden Fall, es soll nicht gezahlt werden vom Patienten selber. Und das genau ist eben der Ansatz dieses Gesetzes und entsprechend soll es dann eben auch umgesetzt werden. Also, der Kuckuck piept, das heißt, wir sollten so langsam zum Landeanflug kommen. Zum Schluss hätte ich gerne von jeder und von jedem von euch zwei Tipps, einen analogen und einen digitalen, um gut durch den Corona-Herbst und Winter zu kommen. Miriam hatte das, was echt immer das Beliebteste ist und wo man denkt, oh komm ey, ist so banal, ne? Dieses Rausgehen, Natur, Einatmen, Ausatmen. Da machen wir schon einen Haken dran, das wurde schon genannt. Jetzt hätte ich gerne von jeder und jedem von euch noch einen analogen Hinweis und einen im digitalen. Empfehlungen von euch können radikal subjektiv sein. Friederike, magst du beginnen? Also den
realen, würde ich sagen, soziale Interaktion. Das ist natürlich gerade nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben das große Glück in Deutschland, immerhin noch ganz normal auf die Straße zu dürfen, mit Freunden spazieren zu gehen. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, man darf das nicht unterschätzen. Gerade jetzt aber überhaupt, soziale Interaktion ist ein unheimliches Lebenselixier. Ich würde das auf gar keinen Fall versuchen, jetzt komplett zu unterbinden. Digital, ich finde tatsächlich, dass viele Dinge, die man jetzt lernen kann, gut digital erlernbar sind. Ich fand das Beispiel mit dem Yoga nicht schlecht, das wurde jetzt schon genannt, aber ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, die digitale Tools uns beibringen können und die irgendwie diese Zeit auch, sagen wir mal, nutzbar machen für Dinge, die wir sonst vielleicht zeitlich gar nicht berücksichtigen. Vielen Dank dir. David, was wären deine beiden? Ja, auf die sozialen Interaktionen anschließen. Wir sprechen immer mehr von Physical Distancing statt Social Distancing, dass das also es ist abstrus, dass man allein schon von Social Distancing irgendwie spricht, irgendwie da, weil es einfach, wir sind soziale Menschen und wir brauchen das und es braucht eine Veränderung unserer Gewohnheiten, aber es ist doch auch viel irgendwie möglich, auch unter den gegenwärtigen irgendwie Umständen. So, und da auch so der zweite Analog ist, glaube ich, ganz viel so physische Bewegung. So, je mehr wir irgendwie zu Hause sind so, und uns nicht bewegen, desto mehr und dann auch noch zu Hause in so einem Pressure Cooker, vielleicht Familie etc. Mhm. Unsere Stresshormone sind im Körper und über körperliche Bewegung wird die am leichtesten irgendwie abgebaut. Das ist so das Analoge und das Digitale, vielleicht ganz untypisch für einen Digitalforscher, zu sagen, hey, auch mal bewusste Digitalpausen einzubauen und zu schauen, bewusst zu konsumieren und bewusst irgendwie das zu nutzen aber eben auch mal den Rechner auszumachen. Prima, vielen Dank. Miriam, bitteschön. Analog, vielleicht würde ich noch helfen vorschlagen, weil ich glaube, nicht jeder hat Freunde und Familie. Und ich glaube, wenn man Hilfe anbietet in Nachbarschaftsgruppen oder wo auch immer, ich glaube, das gibt einem selbst ganz viel und ermöglicht auch Kontakte, die man vielleicht nicht hat. Und naja, digital muss ich jetzt natürlich auch die Medienseite einbringen. Ich würde behaupten, dass wenn man von Online-Mental-Health-Angebot spricht, dass Medienprodukte auch dazu zählen können. Ich will jetzt natürlich nicht meinen eigenen Podcast nennen, deshalb nenne ich einen anderen. Und dazu wird zum Beispiel Shitshow Berlin gehören. Das sind ehemalige StudentInnen, die jetzt einen Podcast machen über Mental Health und Arbeit zum Beispiel. Und ich glaube, das gibt Menschen ganz viel. Eben als Einstieg ist es natürlich nicht therapeutisch, das natürlich nicht, aber zu hören, dass das anderen auch so geht, gerade in heutiger Zeit, gerade in Bezug auf das Thema Arbeit, was ja irgendwie alle irgendwo beschäftigt, ganz gut zu hören, dass man nicht allein damit ist. Ja, super. Kannst du bitte den Namen, den Titel des Podcasts nochmal wiederholen? Ist bei mir zumindest nicht richtig gut angekommen. Shitshow heißen die. Shitshow Berlin. Okay. Ja, super. Alles klar. Das kann man doch dann in den nächsten Wochen mal prima an sich ausprobieren, all diese Empfehlungen. Habt vielen Dank, Miriam, Friederike und David, für eure Offenheit und für den Input. Vielen Dank euch allen, auch die auf der anderen Seite des Monitors zugehört und zugeschaut haben und hier die Fragen reingebracht haben, die echt weiterführend waren. Vielen Dank dafür. Und ich will es gerne hier auch nochmal sagen, allererste Hilfe in einer akuten Krisensituation gibt es rund um die Uhr kostenlos und anonym bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Wir sehen uns jetzt ein Weilchen nicht, denn der digitale Salon pausiert im Dezember. Das war sozusagen schon die Jahresend-Edition. Daher wäre mein Tipp, ihr habt ja gerade von Miriam noch einen weiteren Podcast-Tipp bekommen. Ihr könnt euch natürlich auch die alten Ausgaben des digitalen Salons anhören oder ansehen. Die, die ihr verpasst habt als Podcast oder als Video, findet ihr alles auf hig.de. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im erfreulichen 2021 wieder. Kommt gut rüber und habt vielen Dank. Macht's gut.